Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Let's Play Transport Fever. Und in der heutigen Folge wollen wir dieses Problem, dass ihr Bretter bekommt, endlich lösen. Und zwar habe ich mir jetzt Folgendes überlegt: Weil jetzt eine Bahnlinie viel zu teuer ist, werden wir jetzt hier ein Schiff langfahren lassen. Was hier lang fährt, bis dahin zu diesem Teil. Ja? Bis zu dem Teil. Oder bauen wir es gar hier hin. Ich glaube, wir bauen es hier hin. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Aber wir machen es hier. Da so. Pass auf hier. Güter. Zack. Mal kurz eine Frage. Haben wir hinten Güter? Das sind Güterdinger, ne? Das ist das Gütersymbol. Das wäre dann so. Okay, hat sich geklärt. Alles gut. Alles Roger. Alles Roger. So, und da werden wir hier die Verbindung. Die tun von hier aus. Na. Zack. LKW-Ladestation. Müssen wir hier eine größere nehmen. Zack. Und hier oben auch. Na, hier kann man eine kleine hinpflanzen. Zack. Und hier machen wir eine Straße. Muss mal ein Feld, muss ja mal weichen. Dass wir eine Anbindung haben. Nee, so. Zack. Zack. Tag mal die Höhenlinien anmachen. Hier geht es wieder bergab. Da freue ich mich aber. Rucki zucki geht's dann. Ne, hier. Ne, das auch nicht. Hier. Großes Ding. 157. Ne. Zack. So funktioniert das. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir müssen hier jetzt erstmal ein Depot hinsetzen. Das ist ganz wichtig. Das setzen wir dahin. Da kaufen wir jetzt Güter. Und zwar für Baumstämme. Genau, was ist das hier? 5, 4. Die können aber 20 Stundenkilometer fahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann machen wir nicht so viele. 1, 2, 3. Also machen wir jetzt hier nur 6 Stück. Alle zuweisen auf neue Linie. Und das ist hier. Zack. Zack. Und die nennt sich Holz. Bretter. Elsdorf. Zack.
und die macht sich schon auf den Weg. Und wir machen ja auch eine neue Linie. Wieder mit diesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linie zuweisen. Neue Linie. Zack. Zack. Das geht nicht. Entfernen. Zack. Das funktioniert. Die machen sich auch schon auf den Weg. Und das ist die Linie. Retter. Chemie. 1. Zack. So, jetzt müssen wir hier ein paar Brücken wegschlagen, unter anderem diese und diese Brückenbauarbeiten hier. Weil sonst kann ich hier die Linie nicht setzen. Dann muss ich die, jetzt leuchtet hier oben das Symbol. Und auch diese. Ist sozusagen diese Stadt hier von der Außenwelt abgeschnitten. Das soll uns aber erstmal nicht stören. Wir tun nämlich jetzt erstmal hier eine Linie erstellen. Oder das haben wir noch nicht gemacht. Neue Linie. Die geht von hier nach da. Und die nennt sich Retter Chemie 1. Retter Chemie 1. Dann tun wir die Linie hier nochmal umbenennen. Oh, jetzt habe ich die schon weggeschlagen. Die hier war das, ne? Genau. Umbenennen. Nehmen wir die Weizen Chemie 1. Das ja ebenfalls. Das nehmen wir nochmal Chemie 1, weil das ja alles hier zusammenläuft. Korrekt. Die hier hinten sind schon am Produzieren, nehme ich an. Genau. Ich weiß nicht, warum die hier alle. Dreht mal um. Umdrehen. Umdrehen. Dafür nichts Falsches legen. Umdrehen. Der auch. Umdrehen. Nochmal so. Zack. Da kommt das wahrscheinlich langsam in Bewegung, sagen wir mal so. Die sind schon ein bisschen auseinander hier. Wundert euch jetzt nicht, dass hier Öl steht. Das sind hier allgemeine Wagen. Sozusagen bedeutet das nur, dass es ein wenig hier automatisch läuft. Sozusagen, die nehmen mit, was sie nehmen können. Ne? Genau. Ja, noch irgendwas auf der Strecke, was man verbinden könnte, ne? Weil da könnten wir alles noch Zwischenhäfen machen. Das ist alles richtig gut gelegt. So. Wir haben die Brücken weggemacht. Wir haben jetzt eine neue Linie erstellt. Und ich weiß nicht, wie aufrüsten. Ne, möchte ich nicht Schiffe kaufen. Ich möchte ein Güterschiff. Was ist dann dieses? Kapazität 50 Stück. Und ich brauche 3 Schiffe. Eins, zwei, alle zuweisen Bretter. Und dann brauche ich noch eines. Zack. Was ist denn hier? Da zuweise.
Und die fahren jetzt hier raus. Na komm. Ach, ich nehme einfach X und Y, das gibt mir viel smoother. Das schaut mal gut aus. So richtig hier mit Schaufelrad. Gefällt mir. Also ist eine gute Anschaffung hier. Eine super Anschaffung. Eine richtig gute Anschaffung. Na dann. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.